Jo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu den 10 potenziell stärksten oder den 10 zukünftig stärksten Charakteren aus One Piece. Und dieses Video ist in Zusammenarbeit mit dem lieben One Piece Theoretiker. Deswegen schaut doch bei seinem Video vorbei, da ging es darum, dass wir die Top 10 stärksten Charaktere aktuell in One Piece aufgelistet haben. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung und dieses Video ist auch demnach mit One Piece Theoretiker. Viel Spaß! Jo Leute, hier ist der One Piece Theoretiker und ich beginne gleich mal mit Platz 10. Und auf Platz 10 ist Sanji, ja, der dritte Mann mehr oder weniger von der Strohpiratenbande. Ja, es ist immer so in dem Trio, wo auch Zoro und Ruffy drin sind und ja, er ist sozusagen wirklich der drittstärkste Mann, meiner Meinung nach. Da streiten sich auch die ganzen Gemüter drum, ob Sanji, Zoro, aber ich glaube, die meisten sind sich einig, dass Zoro stärker als Sanji ist jetzt, beziehungsweise auch, was man gesehen hat von denen in der neuen Welt. Und aber dennoch, Sanji, krasser Typ und es ist jetzt gerade das Sanji-Jahr. Whole Cake Island beginnt jetzt langsam, sein Jahr beginnt und ich denke, er wird noch krasse Power-Ups haben und ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ob er noch vielleicht irgendwann mal eine Teufelsfrucht kriegt, aber er wird auf jeden Fall noch neue Techniken auspacken und hat auf jeden Fall Riesenpotenzial. Jetzt mal nur als kleiner Vergleich, Scopper Gabban, der dritte Mann von Roger, der sozusagen damals bei der Roger Piratenbande der Sanji war, sag ich mal so, und Rayleigh war ja mehr oder weniger der Zorro, ist, denke ich, auch ein richtig starker Motherfucker und den werden wir auch noch sehen und deswegen Sanji auf jeden Fall in dieser Liste muss er dabei sein, weil er wird potenziell noch ein richtig krasser Charakter werden. Gleich danach kommt Luki und das ist eigentlich auch wirklich klar, denn Luki ist ein Charakter, der einen sehr, sehr harten Kampf gegen Ruffy bestritten hat und der wirklich schon damals verdammt stark gewesen ist und jetzt nach seinem Comeback so wirklich eigentlich ziemlich viel stärker aufweisen muss, weil dieser Typ wird nochmal wichtig sein im One Piece Geschehen, deswegen muss er stark sein und wir wissen ja, was er für ein Biest damals war und nach der Niederlage, die er erlitt, hat er nochmal richtig trainiert und deswegen kann man einfach sagen, dass dieser Charakter im späteren Verlauf von One Piece sehr, sehr stark sein wird. Deswegen auf Platz 9, stellt euch einfach mal vor, wenn dieser Typ mal Haki benutzt, zum Beispiel Rüstungshaki und dann eine Art schwarzer Leopard wird das echt eine harte Nummer für Ruffy und dann nochmal zu sehen, alles aus der Teufelsfrucht, also das Erwachen und alles aus Haki rauszuholen. Dieser Kampf würde dann richtig krass sein und deswegen kann man sagen, dass Luki auf jeden Fall auf einem sehr, sehr großen Stärkelevel ist. Ja, Platz Nummer 8 ist, wer hätte es gedacht, Eustace Captain Kid oder einfach nur Kid. Ja, den darf man wirklich nicht vergessen, denn er wurde jetzt zwar von Kaido mehr oder weniger penetriert, liegt im Dreck, aber er ist sozusagen als, ich will nicht sagen als Haupt-Rookie auf Sabaody Kapitel gewesen, aber er war schon so der Rookie, der dort, ich will mal sagen, dominiert hat und sozusagen, ja, man hat es gesehen, als Law und Ruffy da standen und Kid auch. Kid war in der Mitte, ob das jetzt so ein Zeichen von Oda sein soll, dass er so der Krankeste ist. Er hatte, denke ich mal, auch, glaube ich, das höchste Kopfgeld. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich weiß nicht mehr genau, aber er ist auf jeden Fall potenziell, er hat das Potenzial eines Piratenkönigs. Er will Piratenkönig werden, hat eine krasse Frucht, da werden wir auch auf jeden Fall noch mehr sehen, zu dem Erwachen seiner Frucht. Er wurde zwar jetzt besiegt, ich bin aber gespannt, er wird auf jeden Fall, denke ich, ja, der Konkurrent für Ruffy sein und Blackbeard mehr oder weniger als Piratenkönig und deswegen Platz 8, Eustace Captain Kid. Auf Platz 7 haben wir Trafalgar Law, von dem wir natürlich sehr, sehr viel gesehen haben und gerade auch im Pancasat Arc hat er gezeigt, dass er wirklich ein Biest ist und im Dressrosa Arc hat er einfach damit weitergemacht, aber man weiß auch so, dass dieser Typ einfach verdammt stark ist und dass dieser Typ ein Potenzial hat, später sehr, sehr stark zu sein, weil er einfach die Frucht hat, die ihn so viel erlaubt, die ihn so einen großen Spielraum gibt und die ihn so eine große Stärke verleiht. Wäre das nicht schlimm genug, hat er noch ein Köpfchen, was einfach einzigartig ist, was der Typ strategisch drauf hat, ist einfach unglaublich und von dem Ganzen her ist es einfach klar, dass dieser Typ als Einzelkämpfer später ein verdammt starker Kämpfer sein wird. Die Crew ist zwar nicht so stark, das ist klar, aber das wird auch durch Laws Teufelsfrucht und durch sein Verständnis rausgeholt. Deswegen kann man sagen, dass er später wirklich sehr, sehr weit oben sein wird in der Stärkeliste. Ja, Platz Nummer 6 ist der gute Enel. Den darf man nicht vergessen, Leute, denn er wurde zwar von Ruffy besiegt, aber auch nur aus dem Grund. Ja, Leute, seht es so, Sabo, ja, oder Ace müsste gegen einen mit der Wasserlogia kämpfen. So hat sich Enel gefühlt, mehr oder weniger. Weil Gummi ist klar. Er hat Zoro mit Leichtigkeit besiegt damals, was einfach nur zeigt, dass er ultra krass ist. Denn Ruffy und Zoro waren meiner Meinung nach auch vor dem Timeskip immer so fast gleich auf. Und er hat einfach einen Zoro mit den Fingerschnipsen besiegt. Ja, gegen Ruffy konnte er letztendlich nichts machen. Aber er wird wiederkommen, Leute. Und er wird potenziell richtig krass. Seine Frucht hat Potenzial. Und deswegen darf er in dieser Liste nicht fehlen. Platz 6, Enel. Auf jeden Fall wird er kommen. Ja, wenn keiner damit rechnet und wird richtig rasieren, ich denke, seine Frucht hat ja das Potenzial, so auf Admiralslevel zu sein, denn die Admirale haben mehr oder weniger immer so richtig krasse Logia, ja, Elementfrüchte und deswegen denke ich, mit seiner Frucht hätte er auch das Potenzial eines
eines Admirals, mehr oder weniger. Vielleicht sogar noch höher. Werden wir sehen. Er wird auf jeden Fall wiederkommen. Ich bin gespannt. Platz 6, Eneru. Der nächste Charakter ist Sabo. Und Sabo ist wirklich ein Typ, der uns schon gezeigt hat, dass er aktuell sogar verdammt stark ist, weil er einfach schon vorher die Drachenfähigkeiten von Dragon drauf hat, die einem einfach eine unglaubliche Stärke verleihen. Dazu kommt einfach noch die Feuerfrucht, die er einfach in wenigen Sekunden sehr, sehr gut drauf hat. Und wenn er diese weiter austrainiert, hat er einfach eine unglaubliche Waffe und ist einfach ein Typ, von dem man Angst haben sollte. Mit Burgess hat er einfach komplett den Boden gewischt und gesehen, dass er keine Probleme hatte. Allgemein hatte Sabo bis jetzt auch keine Probleme und dieser Typ ist einfach mit so viel Potenzial gesegnet. Denn wir wissen natürlich, er ist Ruffys Bruder, das heißt, er wird für die Story später wichtig sein. Er ist der zweite Mann der Revolutionsarmee, das heißt, er wird für die Story später wichtig sein. Und das heißt auch gleichzeitig, dass er später sehr, sehr stark sein wird. Und deswegen kann man wirklich sagen, Sabo wird am Ende verdammt krass sein, denn er wird natürlich Ruffy im großen Krieg helfen wollen. Und da braucht er halt nun mal eine Stärke und diese dann gegen Akainu zu zeigen, wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sabo wirklich diese Stärke weiter ausbauen wird und immer präsent sein wird und immer auf dem Level sein wird, wo er wirklich, ja, sehr, sehr präsent ist und sehr, sehr stark ist. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass dieser Typ nie besiegt wird, weil er einfach so krass ist. Und wie gesagt, ich bin echt gespannt auf seine Zukunft, wenn man sagen kann, dass er wirklich sehr, sehr viel raushauen kann. Ja, zu Platz 4 braucht man gar nicht viel sagen, denn Zoro, Leute, Zoro. Was muss man über Zoro sagen? Sein Ziel ist es, der stärkste Schwertkämpfer der Welt zu sein. Und alleine das schon, der stärkste Schwertkämpfer zu sein, ist schon, ja, Leute, wie krass ist das? Also Mihawk ist auch bei den stärksten Charakteren richtig weit oben in meiner Liste gewesen, habt ihr gesehen. Und deswegen, wenn Zoro ihn übertreffen sollte, was er letztendlich tun wird, denn meistens in Shonen-Animes ist es so, dass sie ihr Ziel erreichen, die Charaktere, ja, und Zoro wird es 100% erreichen, er wird der stärkste Schwertkämpfer der Welt und als stärkster Schwertkämpfer der Welt und auch als rechte Hand vom zukünftigen Piratenkönig oder zu der Zeit dann die rechte Hand vom Piratenkönig, ja, muss er potenziell einfach so stark sein, dass man ihn mit dem Rayleigh damals vergleichen könnte. Und ja, auf jeden Fall richtig krass. Zoro wird auf jeden Fall einer der krassesten. Platz 4, Lorena Zoro. Auf Platz 3 ist Corbion. Jetzt werden wahrscheinlich viele von euch denken, ey, bist du eigentlich behindert? Aber in dieser Liste geht es darum zu sagen, welche Charaktere Potenzial haben oder wirklich die Chance haben, zukünftig sehr, sehr stark zu sein. Und es geht nicht darum, dass sie alle in einer gleichen Zeitspanne stark sein werden. Denn Corby ist ein Charakter, der wird vom Ende von One Piece, also vom großen Krieg, wahrscheinlich nicht der stärkste sein. Aber nach dem Ende, wenn es weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich einen Corby sehen als Admiral. Und dieser Corby wird wirklich sehr, sehr stark sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Corby der stärkste Admiral überhaupt sein wird. Denn wir wissen, in One Piece werden alle Träume erfüllt. Es gibt Leute, die haben etwas düstere Träume, die werden natürlich nicht erfüllt. Aber gerade Corby gehört zu den Träumen, die man auch zu der Strohbande zählen kann, die alle irgendwann mal wahr werden. Also kann man das schon sagen. Und ich glaube auch, Corby ist so der Typ, der wirklich ehrgeizig ist. Man sieht wirklich, dass er trainiert. Und er spätestens nach einem Timeskip kann man sagen, der Typ hat sich wirklich hinbekommen. Der Typ hat sich einfach so krass gesteigert in so einer kurzen Zeit und dann noch im Training mitgab. Kann man einfach sagen, dass dieser Typ wahrscheinlich der neue Held der Marine sein wird. Und wenn man ein neuer Held sein wird, muss man natürlich auf einem sehr, sehr krassen Stärkelevel sein. Dazu kommt natürlich noch, dass er später wahrscheinlich ganz, ganz später, falls Ruffy nicht sterben sollte, mit ihm konkurrieren wird. So ähnlich wie das Garp und ja, Roger gemacht haben. Der Unterschied ist nur darin, dass Garp und Sengoku damals zusammengekämpft haben und Corby wird wahrscheinlich alleine kämpfen. Und das spricht verdammt nochmal für sein Stärkelevel. Klar, momentan ist es schwer zu sagen, was ihn denn stark machen wird. Ich meine, sein Haki ist jetzt nicht das Beste. Und wir haben natürlich noch eine Option der Teufelsfrucht, die ich auch nicht ausschließen würde. Mal sehen, was daraus sich ergeben wird. Aber wie dem auch sei, ich kann mir vorstellen, dass Corby so eine Art junger Garp wird. Und dann können wir wirklich sagen, dass Corby sehr, sehr stark sein wird. Marshall D. Teach, oder auch Blackbeard genannt, hat hier den zweiten Platz belegt. Leute, er ist der Hauptantagonist des Werks. Er hat sozusagen, ja, das, ich will nicht sagen, das größte Potenzial, Piratenkönig zu werden, denn wir wissen alle, es gibt noch einen Charakter, der ein größeres Potenzial hat, auch laut Whitebeard ist Blackbeard einfach nicht der, auf den Roger wartet, aber Blackbeard, er ist jetzt schon einer der vier Kaiser, schon vor dem Timeskip war einer der vier Kaiser, er ist jetzt schon der stärkste Charakter, der rumwandelt in der One Piece Welt, deswegen Leute, er wird noch stärker, er wird noch viel stärker bis zum letzten, ja, bis zum letzten Krieg, bis zum letzten Kampf, den er letztendlich haben wird. Aber er ist jetzt schon einer der vier Kaiser. Er hat die stärkste Logia, er hat die stärkste Paramecia. Wir wissen nicht, was er noch alles in der Hinterhand hat. Aber er wird noch vielleicht sich mehrere Früchte geiern bis zum Ende von One Piece. Ja, er will das One Piece, er will die Welt unterjochen. Er ist der stärkste Charakter. Ja, deswegen auf Platz 2. Zu Recht, denke ich mal, Leute, da gibt es nichts dran zu rütteln. Marshall D.
Teach. Wie sollte es anders sein? Auf Platz 1 ist natürlich ganz klar Monkey D. Ruffy. Und einfach aus dem Grund, weil er nun mal der Hauptprotagonist ist und sein Ziel ist es, Piratenkönig zu sein. Und um Piratenkönig zu werden, musst du natürlich verdammt stark sein. Du musst der Stärkste sein, der dir die meiste Freiheit genießt. Und das wird Ruffy sein, der Stärkste mit der meisten Freiheit. Und wir können jetzt schon sagen, Ruffy hat sich nach dem Timeskip verdammt nochmal verbessert und ist jetzt schon wirklich im aktuellen Stand auf einem verdammt krassen Level. Aber was er noch alles lernen wird und wie am Ende von One Piece aussehen wird, wird wahrscheinlich nochmal ganz, ganz anders aussehen. Ich meine, G5 alleine wird uns wahrscheinlich alle aus den Socken hauen und ich glaube, das wird auch passieren und mit G5 wird er wahrscheinlich verdammt stark sein. Wie gesagt, man muss sich viel zu Ruffy sagen, es ist klar, er wird später der Stärkste sein. Er ist nun mal der Hauptprotagonist. Das kann man wirklich so sagen. Ich weiß, viele Leute finden das ist eine dumme Argumentationsweise, aber man kann das einfach so stehen lassen, weil es ist nun mal ein Shonen und in fast jedem Shonen ist es so, dass unser Protagonist am Ende der Stärkste sein wird. Deswegen kann man das bei Ruffy auf jeden Fall unterschreiben. Er wird irgendwann Piratenkönig sein, er wird der mit der meisten Freiheit sein, er wird der Stärkste sein. Ja Leute, danke fürs Zuschauen von dieser Liste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, wer könnte noch unglaublich stark werden. Und vergesst natürlich nicht, bei dem lieben Theoretiker vorbeizuschauen. Den habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Und natürlich bei dem Video die 10 stärksten Charaktere in One Piece. Denn das haben wir auch zusammen gemacht. Da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Damit bin ich auch raus. Wünsche ich natürlich noch einen super schönen Tag. Haut rein.